Hallihallo liebe Leute, und heute ist es Zeit, die Top 4 herauszufordern bei Pokémon Smaragd im Randomizer mit einer kleinen Challenge, die mir der gute Ege26 geschickt hat, die ich euch auch nicht vorenthalten will. Nämlich habe ich sie hier gerade quasi vor mir gelistet. Ich werde sie heute mal vorlesen und euch quasi ja damit präsentieren, was mich hier in dieser, ja, ich sag jetzt einfach mal, in der Top 4 Herausforderung erwartet. Ihr seht jetzt zwar nur hier den Protagonisten stehen, aber egal, Standbild ist auch schön. Mit ein bisschen Fantasie. Okay. Also gut, Leute. Die Top 4 und Champ Challenge. Es ist soweit. Du stehst vor insgesamt 5 stärkeren Trainern in der Hoenn-Region. Allerdings merkst du schnell, dass sich jemand die Sache auch hier erschweren möchte. Die dunkle Macht, die du verspürst, kommt von deinen Erzrivalen, Ege26. Jeder Trainer hat seine eigene Challenge, doch es gibt allgemeine Regeln, die bei jedem Trainer gelten und auch immer weitergeführt werden. Folgende Dinge gelten also für alle Kämpfe und werden immer nachgeführt. Die Top 4 und der Champ mögen es nicht, wenn zu viele Items eingesetzt werden. Daher gibt es für dich eine Obergrenze an Items, die du benutzen darfst. Diese sind wie folgt. 5 heilende Items, Top-Genesung, Top-Trank, Sodas, KP heilende Beeren etc. 3 statusheilende Items, Hyperheiler, Paraheiler, Aufwecker etc. 3 AP-aufwühlende Items, Elixier, Top-Elixier etc. 3 belebende Items, Top-Beleber, Beleber, Sonderbonbon etc. Achtung, Zauberasche darf nicht als belebendes Item verwendet werden, Grund zur OP. Das muss mir einer von euch erklären, ich weiß nicht, wie Zauberasche wirkt. Weil, wie mächtig das sein soll, kann ich echt nicht sagen. Es hat mich gewundert, wo er das geschrieben hatte, so. Aber gut, wenn das wirklich so krass sein soll. Okay. Weiter geht's. Die Items darfst du aber nur in den Kämpfen selbst verwenden. Also ich darf sie nicht außerhalb des Kampfes anwenden. Na toll. Und bevor du die Tür zu den Top 4 durchschreitest, bestimme deine 14 Items und teile es deinen Zuschauern mit. Denn nur diese 14 Items darfst du dann verwenden. Nun kommen die einzelnen Challenges der Top 4 und des Champs. Top 4, erster Gegner Ulrich, gegen den wir gleich antreten werden. Deswegen sage ich diese Challenge hier schon mal. Die zweite Challenge sage ich, wenn wir dann beim zweiten... beim zweiten Trainer angekommen sind. So, jetzt aber als erstes kommt dann Ulrich. Im Originalspiel war Ulrich spezialisiert auf Pokémon mit dem Typ Unlicht. Unlicht-Pokémon sind mystische Pokémon. Und umso mystischer ist seine Challenge. Ulrich besitzt 5 Pokémon und du zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich 6. Ja, habe ich sogar. Dennoch erwartet der erste Gegner der Top 4, dass du jedes deiner Pokémon nur gegen ein Pokémon von Ulrich antreten lässt. Da du 6 Pokémon besitzt, hast du eine Art Joker. Sollte ein Pokémon von dir K.O. gehen, hast du deinen Joker verspielt. 1 gegen 1 heißt die Devise. Deine Pokémon darfst du also nicht austauschen, sobald du sie im Kampf hast. Sonst wären es ja auch keine 1 gegen 1 Kämpfe. Falls zwei Pokémon K.O. sind, musst du das erste wieder einsetzen. Sollte aber dennoch vermieden werden. Deswegen, oh Mann. Items sind während dem Kampf ganz normal erlaubt, aber denke dran, davon hast du nicht allzu viel. Ja, Leute, also ich darf wirklich bei Ulrich dann mein Pokémon nicht wechseln. Das heißt, ich muss gut überlegen, welches ich vor allem auch als erstes einsetze. Ja, Pokémon sind ja in Ordnung, ich muss nur die Items ablegen. Das würde ich sagen, machen wir als erstes. Moment, da muss ich erst nochmal kurz gucken, was jetzt nochmal genau ist. So, okay. Dann schalten wir mal den PC ein und legen mal ein paar Items ab. Dass wir quasi nur noch die Items haben, die wir auch brauchen. So, das heißt, wir legen jetzt wirklich alles ab. Okay, darf ich glaube ich auch einsetzen als AP-aufführende Items. Okay, das werde ich behalten. Megablock, Statusveränderung wird für den Kampf verändert. Als wissen wir das denn gezählt. Wahrscheinlich Status heilende Items. Okay, das heißt, das lege ich ab. Seelentau. Nein, brauche ich nicht. Superschutz, also Topschutz kann jetzt weg. Beleber. Ja gut, 3 Stück. Also muss ich 5 ablegen. So. Kingstein. Brauche ich auch nicht. X-Spezial, Sonnenstein, Tafelwasser. Hyperheiler, Status 3 Stück, also wir 5. Ja, es wird jetzt ein bisschen langweilig, der Anfang. Ihr könnt ja vorspulen, wenn ihr wirklich die Top 4 Kämpfe lieber erst sehen wollt.
weil das hier wird jetzt die Vorbereitung, dass ihr auch seht, dass ich hier nicht rumfusche oder so, dass ich nicht schummel oder derartiges. Da will ich natürlich, dass alles seine Richtigkeit hat. So, heilende Items. Warte, Top-Genesung habe ich doch auch noch. Oder Top-Trank. Ja gut, davon würde ich sagen, nehme ich 5 Stück mit. Dann würde ich sagen, wenn ich die Hypertränke alle lagern. Elixier habe ich auch noch eins, das kann auch noch drin bleiben. Paraheiler. Na gut, ich habe Hyperheiler. Deswegen kann das weg. Zauberasche, das soll ich auch... gut, weil jetzt alle Pokémon wieder belebt. Deswegen wahrscheinlich. So, gegen Gift kann auch weg. Supertrank kann weg. So, und Top-Tränke. 8 Stück. So, jetzt nochmal gucken. Also 5 heilende Items habe ich. Ja gut, bei den Bären, die werde ich allgemein nicht einsetzen. Status heilende, 3 Hyperheiler habe ich. AP habe ich nur 2. Mehr habe ich leider nicht dabei. Kaufen kann ich leider auch nichts diesbezüglich. Deswegen muss mir das reichen. So, 3 belebende Items habe ich auch. Gut, dann habe ich das auf jeden Fall, was an Limit gesetzt wird bei mir. Gut, dann haben wir das schon mal erledigt. So. Na gut, mit dir muss ich jetzt nicht weitersprechen. Dann würde ich sagen, speichern wir vorher noch einmal. Falls es entsprechend schief gehen sollte, weil... Es wäre schon blöd, wenn irgendwann unsere Items ausgehen. Dann kann man wenigstens hier nochmal drauf zurückgreifen. Das werde ich dann in dem Fall auch nochmal machen. Damit wir auch das Ganze nicht nochmal machen müssen. So. Muss ich jetzt erstmal hier nochmal sicher gehen. Okay. Alles klar, Leute, dann sind wir jetzt bereit, den ersten Gegner gegenüberzutreten. Ulrich. Ab hier haben nur die Trainer, die alle Orden der Arenen erhalten haben, Zutritt. Trainer, lass uns sicherstellen, dass du auch alle Orden hast. Trainer, glaube an dich und deine Pokémon und gehe weiter. Ich glaube, man könnte hier noch nicht mal hin, wenn man noch nicht mal alle Orden hat, weil man ja Kaskade noch nicht besitzt. Und ohne Kaskade kann man seine Wasserfälle noch nicht betreten. Es sei denn, man würde cheaten. Aber, ja... In normalen Wege würde man hier noch nicht mal ohne 8 Orden hinkommen. Gut, gehen wir mal rein. Und die Musik hier ist immer noch riesige Straßenmusik. Aber ich freue mich schon auf die wirklich Top 4 Kampfesmusik. Die ist nämlich wirklich klasse. Aber gut, ich werde das mal wechseln. Wen setze ich jetzt am besten erstmal nach vorne? Am besten ein Allround-Pokémon. Das wäre am besten Alex Killer. Ja, machen wir Alex Killer als erstes. Auch wenn das wahrscheinlich ein Fehler ist. 5 Pokémon, die ich einsetzen darf. Na gut, machen wir's. Gucken wir mal, wie das laufen wird. Also gut, Ulrich, ich bin bereit, kämpfen wir. Willkommen, Herausforderer. Ich bin Ulrich von den Top 4. Ich mag deinen herausfordernden Blick. Ich denke, das wird ein guter Kampf. Gut, das sieht gut aus. Schön, dann lass uns beide einen Kampf erleben, wie man ihn nur hier in der Pokémon-Liga erleben kann. Okay, Leute. Duell gegen Ulrich. Beginn. Eine Herausforderung von Top 4 Webster. Altaria, leck mich am Arsch. Warum gleich ein Drachen-Pokémon? Wobei, es hat auch zum Teil Flug. Gut, gut, Altaria, wir haben Donner. Du hast nichts. Nein, Alex Killer. Okay, das ist böse. Er steigert schon mal seinen Angriff. Und die Initiative. Okay, das wird schon mal etwas blöd. So, komm schon, mach schon mal Altaria weg. Okay, jetzt hat er mal Level 46 Sieg gerade. Das wird schon mal etwas anstrengend. Okay, Alex Killer ist schon mal fast erledigt. Ui, scheiße, das fängt ja schon mal scheiße an. Ausgerechnet ein Altaria. Gut, ich würde sagen, auch wenn ich es bereue, ich muss ein Heil-Item einsetzen. Gut, machen wir das so. Okay. Ja, mach ruhig nochmal Feuer-Odem.
Bitte nicht nochmal einen Volltreffer, dankeschön. Und mit dem nächsten Donner haben wir's. Ach, warum bist du schneller, du Scheißvieh? Warum hast du in die Initiative gestiegen? Okay, Altaria ist weg. Naja, es reicht nicht für Level Up. Xatu. Okay, Xatu, jetzt muss ich gut überlegen. Ich denke mal, da würde ich wirklich Link-Fan für einsetzen, weil Xatu, obwohl die Weiterentwicklung. Egal, trotzdem, das kriegt Link-Fan hin. Da bin ich zuversichtlich. So, dann machen wir einfach mal Donnerschlag. Jetzt kannst du mit deinen Psycho-Attacken, mach ruhig. Ich hoffe nur jetzt, dass Xatu noch nicht erledigt wird, weil da kriegt Link-Fan die Attacke noch ab. Gut, das reicht noch nicht. Perfekt, und noch einmal Donnerblitz. Ach, scheiße. Egal. Macht nichts. So, komm schon. Reicht es jetzt vielleicht mit Donnerblitz? Level 49 sehe ich gerade. Ach du Scheiße. Also mit dem Level bin ich hier doch ein bisschen ziemlich, krass unterlevelt. So, aber trotzdem. Donnerblitz. Wunschtraum. Ich habe auch einen Wunschtraum. Viele sogar. Aber keiner doch von mir mehr erfüllt. So, jetzt muss eigentlich der Seher-Angriff kommen, bevor ich wechseln kann. Nee, doch nicht. Okay, Fritzeblitz. Elektro. Heras, das machst du. Na gut, dann kriegst du den Seher-Angriff. Können wir jetzt nicht ändern. Okay, aber das Fritzeblitz kriegen wir mit Erdbeben schnell erledigt. Ja, da kommt sie. Das sieht nicht gerade wenig ab, egal, trotzdem. Scheiße. Mach es weg. Und es reicht. Gut, dass Erdbeben so stark ist. Ich weiß nicht, ob ich da mit Intensität hätte drauf vertrauen können, aber Erdbeben hat es gerissen. Quapsel. Gut, das kann Igel machen. Weil dann können wir nämlich nebenbei auch noch KP heilen, falls es doch angreifen sollte. Also entsprechend schmerzhaft angreifen sollte. Wobei Quapsel brauchen wir eigentlich nicht wirklich viel Angst vor haben. Okay. Egal, ich habe Quapsel noch nicht mal angegriffen. So. Okay, egal. Wir kriegen diese KP wieder. Aber wahrscheinlich nicht ganz vollständig. Ah, nicht ganz. Wow, das Quapsel doch so stark ist. Von mir aus, so kriegen wir noch mehr KP. Das ist genial. So kannst du weitermachen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall irgendwie ja voll aufgefüllt. Und es reicht sogar für den Sieg. Naja, nicht ganz. Ein Pokémon müssen wir noch bezwingen. Mal schauen, was du noch im Petto hast. Waumpel. Das könnte Calimera machen. Also bisher läuft es doch gut hier bei ihm. Also da habe ich wirklich Glück. Okay, Altaria war ein bisschen scheiße, aber sonst. So, einmal fliegen. Und dann haben wir das Waupel vielleicht auch schon klein. Bisher läuft es wirklich noch gut. Dann gucken wir gleich die zweite Seite. Wir haben es. Wir haben den ersten erledigt. Wir haben es geschafft. So, das war Webster, oder auch genannt Ulrich. Ich hab verloren! Ich, Ulrich, von den Top 4! Macht nichts, es war lustig. Wir bekommen 4.900 Pokémon-Dollar als Siegesprämie. Nun, hör dir an, was dieser Verlierer zu sagen hat. Du bist bestens ausgerüstet. Daher solltest du nun in den nächsten Raum gehen. Zum nächsten Kampf. Moment, der zweite war... Moment, das kann ich jetzt gerade nachgucken. Okay, es ist sie. Scheiße. Gut, gehen wir rein. So. Hallo, Antonia. Das ist unsere zweite Gegnerin. Jetzt sollte ich aber erstmal wechseln, weil Gengar ist doch ziemlich gut angeschlagen. Moment, ich lese mir erstmal die Challenge durch. Also, zweiter Gegner, Top 4, Antonia. Die Trainerin, die so aussieht, als trainiere sie Wasser-Pokémon, ist eigentlich eine Geisttrainerin. Eigentlich. Hier ist es auch nicht mehr. Die Geisterfrau hat eine Anforderung, wie du sie angreifen musst.
Ähnlich wie bei Ulrich musst du eine bestimmte Reihenfolge einhalten. Nur bei Ulrich konntest du die Reihenfolge selber aussuchen, wie die Pokémon in den Kampf geschickt werden. Und bei ihr nicht. Die Reihenfolge bei Antonia sieht wie folgt aus. Du beginnst mit dem stärksten Pokémon, levelmäßig. Ach scheiße, ich muss... Na toll, ich darf Alex Killer gleich erstmal heilen, sonst habe ich ein Problem. Und beendest den Kampf mit den Schwächsten, wahrscheinlich zweitschwächsten, da du ja 6 Pokémon noch besitzt und sie nur 5. Also eine typische Top-Down-Reihenfolge. Pokémon austauschen gibt es daher nicht. Wenn du also mit deinem stärksten Pokémon ihr Pokémon besiegst, kommt das nächste zum Einsatz. Besiegst du ihr zweites Pokémon, mit deinem zweitstärksten Pokémon kommt dein drittstärkstes und so weiter. Items sind während des Kampfes ganz normal erlaubt. Ich setze erstmal hier die Reihenfolge fest. Also Alex Killer ist schon mal vorne. Dann kommt Link Fan. Na gut, Heras Adventure Holds. Okay, da gucken wir mal kurz die Erfahrungspunkte. Und dann gehen wir da nach den Erfahrungspunkten. Okay, das ist das. Nächstes Level noch 1461. Gut, dann ist Heras das drittstärkste. Und dann kommt Adventure Holmes. So, Calimera und Igel. Okay. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Das ist mit den Heil-Items. Ich würde am liebsten zumindest für den Anfang den guten Alex Killer schon mal heilen. Ich glaube, das mit Paralyse heile ich auch schon mal. Boah, ich meine, Paralyse ist nicht ganz so schlimm, aber... Nein, ich hebe es auf. Würde ich sagen, machen wir so. Okay, dann würde ich sagen, sind wir bereit für Kampf Nummer 2, Antonia. Oh Mann, ich habe ein bisschen Angst. Das wird jetzt doch etwas krass. Okay, diese Lache war jetzt krank. Ich bin Antonia von den Top 4. Ich habe am Pyroberg trainiert. Während des Trainings habe ich die Fähigkeit erworben, mit Geist-Pokémon zu kommunizieren. In der Tat ist das Band zwischen mir und den Pokémon sehr stark. Komm und schau, ob du irgendetwas gegen meine Pokémon ausrichten kannst. Wollen wir mal schauen. Wisst ihr übrigens, dass im Remake Alpha Saphir und Omega Rubin es quasi ein kleines Mysterium bezüglich dieser Top 4 Leiterin, Top 4, ihr wisst schon, gibt? Solltet ihr euch mal ansehen. Es ist sehr interessant, was die Entwickler da gemacht haben. Okay, Elekid. Wir dürfen also als erstes gegen ein Elektro-Pokémon antreten. Ob das jetzt so gut ist, weiß ich nicht. Ich meine, es ist jetzt ein Baby-Pokémon, aber Level 48? Gut, also das Beste, was wir einsetzen können, wäre wahrscheinlich Spukball oder Stärke. Ja, denk ruhig unsere Verteidigung. Wir setzen dafür Spukball ein. Dann gucken wir mal, wie viel das überhaupt abzieht. Okay, Spukball ist gut. Mit dem zweiten Angriff haben wir sogar schon wieder, haben vielleicht keinen Schaden erlitten, wenn jetzt Paralyse nicht wirkt. Sehr gut. Das ist perfekt. Gegner Nummer 1 oder Pokémon Nummer 1 besiegt. Natu. Okay, wir müssen wechseln. Linkfeld, das ist perfekt. Das ist wirklich perfekt. Da brauchen wir nur einmal Donnerschlag machen und Natu müsste weg sein. Je nachdem welches Level. 50, okay. Es braucht 2 Schläge. Aber wir sind sogar schneller als Natu, wow. Gut, wir brauchen nur einen Schlag. Geniale Sache. So, was kommt als nächstes? Glanas. Jetzt muss eigentlich Heras kommen, ne? Ich habe gerade so ein Glück. Anderes ist das nicht, das ist gerade nur Glück. Okay, Glanas. Dich kann ich ganz gut grillen. Deswegen, tut mir leid. Sondersensor. Okay, danke. Nein, Scheiße. Glanas ist schon mal schneller. Das ist scheiße.
Ach, Mann. Warum ist das eine Zurückschreckattacke? Ich hätte es gehabt. Wenn Feuersturm natürlich getroffen hätte, wohl bemerkt. Wisst ihr was? Dadurch, dass sie doch recht gut läuft, setze ich es ein. Auch wenn ich diese Entscheidung möglicherweise bereuen werde. Wind hätte es eingesetzt. Ja gut, ich wäre sowieso weg gewesen. So, jetzt hoffe ich nur, dass Feuersturm trifft. Ja gut, mach ruhig. Scheiße, nein, 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 das war ja diese Scheiße mit Verwirrung, genau. Das war die Attacke, die ich meinte. Vor einigen Parts. Danke, Heras. Gut, das ist weg. Wow. Heilige Scheiße. hat jemand ein Pulsmessgerät gerade bei sich? Wow. Adrenalin pur, diese Top 4. Gerade wenn man nur 5 bestimmte heile Items einsetzen darf. Okay, Rizeros kriege ich auch erledigt. Das ist genial. Ich hoffe nur, dass das letzte Pokémon von ihr wenigstens passend für Calimera ist. Dass ich da wenigstens auch passende Angriffe für habe, um das Vieh schnell zu erledigen. Also das ist wirklich gerade bestens ausgemessen. Als hätte ich das vorhergesehen, aber das habe ich nicht vorhergesehen. Wow. Es reicht, sehr schön. Okay. So, der letzte Kampf. Wie Senior, das ist normal, ja gut. Ist eigentlich auch nicht so schlimm jetzt. Gucken wir mal, welches Level das Vieh hat. Es ist auf Level 51. Gut, das ist Typ normal. Das heißt, wir sollten am besten mit Fliegen oder Triplette angreifen. Machen wir den ersten Angriff mit Fliegen. Ach scheiße, ja gut. Es ist schneller. Und es ist einfach, weil der Angriff allgemein dafür ist. Wobei, wenn er schneller angreift, perfekt. Dann hätten wir schon mal einen Vorteil. Dann sind wir schon mal sehr gut im Vorteil. Dann mache ich nochmal Fliegen. Wenn das weiter als Spotlight macht, dann haben wir diesen Kampf so gut wie gewonnen. Wird jetzt nochmal treffen, Calimera. Als nächstes machen wir mal Triplette. Ich hoffe, das kommt auch mal irgendwann dazu, dass es mal Angriffe macht, weil sonst wird das ein bisschen langweilig. Meiner Meinung nach. So, und jetzt Triplette. Gut. Schlaf ruhig eine Runde. Zwei Runden schläft es jetzt auf jeden Fall. Dann können wir jetzt auf jeden Fall ganz gemütlich angreifen, ohne Angst zu haben, dass es uns irgendwie Schaden macht. So, zweimal schläft es jetzt tief und fest, danach macht es erst wieder auf. Deswegen bis dahin müssen wir es erledigt haben. Deswegen will ich jetzt einfach mal sagen, fliegen wir. Bevor es wirklich gleich mit einem Angriff kommt. Weil es ist ja sowieso schneller. So, mal schauen, was es macht. Spotlight, okay. Es hat nur diese beiden Angriffe, wie es aussieht. Da brauchen wir eigentlich nicht viel Angst vor diesem Pokémon zu haben. Scheiße, es reicht nicht. Okay, Verfolgen sind wir sowieso schneller. Scheiße, es macht schon... Okay. Dann hätten wir Verfolgung nicht einsetzen dürfen, brauchen. Wie auch immer. Das war ein Volltreffer? Wow. Es kann tatsächlich noch normale Angriffe. Okay, ich würde sagen, ich fliege nochmal. Wenn es tatsächlich so was wie Slam hat, wird zwar jetzt schön die Angriffspunkte für Fliegen aufgebraucht, aber es ist jetzt erstmal egal. Ja, mach nur. So, ein Angriff noch. Jetzt ist die Frage, Triplette oder Fliegen? Ist eigentlich egal, ich mache Triplette. Ich hatte gedacht, es würde reichen, dass es nicht einsetzt. Oder sie. Warum sage ich er? Ich weiß es auch nicht. Scheiße. Okay, wenigstens etwas. Wie Senior ist gerade lästig. Wir gehen die Angriffspunkte
Punkte für Kalimera Flöten. Und das gefällt mir gar nicht. An diesem würde ich sogar mal Stahlflügel einsetzen, um mal zu gucken, wie viel das abzieht. Wahrscheinlich nicht so viel. Nicht wirklich. Okay, dann würde ich sagen, ja, machen wir Fliegen. Weil falls es Slam einsetzt, dass wir wenigstens einmal den Angriff ausweichen können. Tja, das ging daneben. Gott sei Dank, okay. Sehr gut. Und noch einmal Triplette, bitte, bitte, yes. Ach, warum? Dieser Kampf zieht sich unnötig in die Länge wegen diesem Scheißangriff. Also Visenio kann man echt hassen lernen, merke ich gerade. Hätte ich aber auch nicht gedacht, dass dieses Vieh so lästig sein kann. Ich bleibe beim Fliegen. Was anderes kann ich ja echt gerade nicht machen. Okay, wie oft kann man Erholung einsetzen? 5-mal, oder? Ich hoffe es. Und dann hat es nämlich nur noch einmal Erholung. Und dann war es das. So, dann setze ich noch einmal Triplette ein. Dann werde ich gleich nochmal die Flatter machen. Das müssen wir echt noch hinkriegen. Scheiß Vieh. Du musst jetzt drauf gehen. Ich hoffe, das war die letzte Erholung. Denn ich will endlich gewinnen und die Angriffspunkte gehen flöten. So schnell, so kann man gar nicht gucken. Nein, kann man nicht. Du schläfst noch friedlich. Dieser Flugangriff trifft hoffentlich. Du hast daneben getroffen. Da, da, di, da, da, di. Okay, ich würde sagen, nochmal fliegen. Es hat doch... Darf ich... Endlich mal wechseln? Oh Mann. Das ist scheiße so. Also ich glaube, Spotlight hat es auf jeden Fall schon aufgebraucht. Ach scheiße, das war blöd. Aber ich finde, es setzt gerade viel zu oft für Erholung ein. Gut, immerhin etwas. So. Triplette. Dann frier jetzt wenigstens ein oder sowas. Dass du nichts machen kannst. Aber so langsam gehst du mir auf den Keks mit deinen Erholungsangriffen. Oder von mir... Das reicht nicht. Ich krieg die Krise. Leute, tut euch einen Gefallen und spult vor, ob ich gewonnen habe oder nicht. Das kann sich nur noch ziehen. Das ist fast schlimmer als Reggie Steel. Muss ich gerade echt sagen. Ich setze jetzt echt mal ein paar Stahlflügel ein. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Na, was machst du jetzt? Spotlight! Komm schon. Wir müssen gewinnen. Wir müssen gewinnen. Ich würde sagen, noch einmal Stahlflügel. Das ist nicht mehr wahr. Wie oft kann man Erholung einsetzen? Sind das einfach doch 10 anstelle von 5? Also 5 ist ja schon weit überschritten, aber das ist dann ja richtig scheiße. Na, immerhin Volltreffer. Ich müsste diese Scheiße hier einfach nur einfrieren. Dann habe ich keine Probleme mehr. Aber die Wahrscheinlichkeit für Einfrierung bei Triplette ist ja leider nicht besonders hoch. Moment. Können wir es vielleicht jetzt schaffen? Komm schon. Was? Du setzt direkt dann... Genau das hatte ich eigentlich nicht erwartet. Scheiße.
Dann friere es jetzt bitte ein. Scheiße. Es hat schon so oft gewirkt, aber jetzt in diesem Kampf, wo es wirken soll, scheiße. Da klappt es leider nicht. Ich meine, ich kriege keinen Schaden, aber trotzdem, ich will dieses Pokémon jetzt endlich erledigen und diesen Kampf hinter mich bringen. Es zieht sich gerade nur unnötig. Okay, jetzt triffst du mal. Lass mich raten, Wiedererholung. Man kann schon vorhersehen, es ist echt nicht mehr lustig. Ich glaube, so langsam wird Visenio eines meiner Hass-Pokémon. Wenn das so weitergeht, auf jeden Fall. Ja, schlaf nur. Dann stahlflügel ich dich ein bisschen. So, jetzt bist du wieder wach, ne? Kommst du mit Slam? Nee, Spotlight. Bald hast du kein Spotlight mehr und dann kommst du nur noch mit Slam und Erholungsangriffen. Und dann nennst du das bald keine Erholung mehr, weil das müsste eigentlich bald auch zunichte sein. Jetzt kommst du mit Slam. Okay, nur noch ein Slam. Macht nichts. Wir haben immer noch eine Reserve. Tut mir leid, Calimera. Aber du hast trotzdem dein Bestes getan. So, Igel. Du schläfst ja so gerne, ne? Deswegen schlaf jetzt noch mal eine Runde. So, und ich hoffe, das bleibt jetzt erstmal so, weil dann kann ich jetzt mir erstmal noch mal KP holen und dieses Pokémon dann endlich erledigen. Dieser Kampf dauert schon viel zu lange. Es reicht noch nicht, okay. Macht nichts, aber jetzt haben wir's. Wir haben's! Wir haben Sieg Nummer 2 endlich. Auch wenn leider ein Pokémon dafür draufgegangen ist. Es ging leider nicht anders. Und tschüss. Na gut, wenigstens haben wir schon mal 2 besiegt. Oh, verdammt. Außer vorbei. Verloren. Gut, Leute. 2 Siege haben wir. Was man zwischen dir und deinem Pokémon ist ebenfalls sehr stark. Das habe ich gar nicht bemerkt. Daher konnte ich nur verlieren. Ja, jetzt möchte ich sehen, wie weit dieses Band euch bringt. Geh und betritt den nächsten Raum. Werde ich machen, nachdem ich erstmal Calimera wiederbelebt habe. Das werde ich auf jeden Fall machen. Weil mit nur 5 Pokémon ist das Ganze doch etwas kritisch. Ja gut, würde ich sagen, belasse ich jetzt erstmal so. Weil schließlich habe ich nur noch 2 heilende, KP-heilende Items, deswegen muss ich jetzt erstmal sorgsam damit umgehen. Aber wisst ihr was, Leute, den nächsten der Top 4 werde ich mir für nächsten Part aufheben. Das wäre eine Eistrainerin eigentlich. Deswegen würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder und dann werden wir mal schauen, wie die Top 4 weitergehen. Bis dann, auf Wiedersehen. Lasst euch überraschen. Es soll mir jetzt nicht spannend bleiben. Deswegen bis dahin. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen, die Leute.